Hallo, ich begrüße Sie. Ich möchte Ihnen in diesem Video die asynchrone Übersetzung von Einweisungen oder Erklärvideos zeigen. Durch die Flüchtlingsströme wird die Erklärung unserer Gesetze und unserer Gebräuche immer notwendiger, damit die Menschen, die zu uns kommen, eben auch die Gesetze einhalten und auch die Gepflogenheiten, die hierzulande herrschen, berücksichtigen. Diese Erklärvideos, die dann in zwei Sprachen erstellt werden, die sollen die Sprachverwirrung, die vielleicht herrscht, und diese Unkenntnis der Lage, die sollen sie also abbauen. Dazu gibt es dieses Projekt, was ich hier vorstelle, mit einer Kostenkalkulation am Ende und einer Machbarkeitsstudie. Und das will ich hier kurz erklären, bevor es dann vielleicht auch mal vorgeführt wird. Ich habe hier nur eine Minute vorgesehen, um zu zeigen, worum es geht. Es geht hier in diesem Fall um die erste Szene hier zur Schulpflicht. Sie sehen, hier bin ich auch. Ich erkläre da die Schulpflicht. Kinder und Jugendliche müssen also hier in Deutschland bis zur Volljährigkeit eine Schule besuchen. Und das Ganze wird dann in eine Fremdsprache übersetzt, in diesem Fall Englisch. Da ist dann in einem Video, was zu einem späteren Zeitpunkt aufgezeichnet wurde, diese Übersetzung vorgetragen. Beides zusammen wird dann in einem Video untergebracht, sodass man erst die deutsche Version, deutschen Text hört, vorgetragen vom Sprecher, und dann die englische. Und das geht dann so weiter. Hier in der nächsten Szene, da sehen wir, da ist also hier der Sprecher, aber das wollen wir hier nicht theoretisch machen. Schauen wir uns jetzt einfach mal das Video an. Und dann erkläre ich weiter. Die Schulpflicht. In Deutschland müssen Kinder und Jugendliche bis zum Erreichen der Volljährigkeit eine Schule besuchen. Compulsory school attendance. In Germany, children and young people must attend school until they reach the age of majority. Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht. Es ist im Artikel 7 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland näher beschrieben. Das Gesetz regelt das Schulsystem in der Bundesrepublik Deutschland. The right to education is a fundamental right. It is described in Article 7 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany clause. The law governs the school system in the Federal Republic of Germany. Ja, nach 55 Sekunden ist das, was ich eben versucht habe zu erklären, das ist also dann mal vollständig von Ihnen betrachtet worden. Jetzt wird auch klar, was hier mit gemeint ist. Also Sie sehen, das Ganze ist auf YouTube. Das hat den Vorteil, jeder, der ein Endgerät hat, wie ein Smartphone oder ein Tablet oder ein Notebook, der kann darauf zugreifen, und das Ganze ist auch kostenlos und praktisch von jedem Ort, wo man Internet hat, möglich. Also auch in den zentralen Aufnahmelagern mit Flüchtlingen, sofern es dort WLAN gibt. Was Sie hier im Video sehen, das ist also rechts oben die Videonummer, weil es kann ja sein, es gibt hinterher Rücksprachen oder jemand möchte also konkreten Bezug nehmen, und dann kann man über diese Videonummer hier, der auch Bestandteil, oder diese Videonummer ist Bestandteil des Namens, da kann man dann eben konkret nachsuchen über Google oder über YouTube. Jetzt will ich Ihnen, damit Sie sich das vorstellen können, weil ich brauche ja dann auch Auftraggeber und Menschen, die bei der Übersetzung mitmachen, das will ich ja nicht selbst machen oder will ich nicht alle selbst machen, da will ich Ihnen mal die Zutaten erklären. Bei dem Video, was Sie eben gesehen haben, da brauchen wir außer der deutschen Urversion, die ja dann beispielsweise von einer Schule oder einer Behörde oder einer karitativen Einrichtung geliefert wird, da brauchen wir dann auch eine Übersetzung, und diese Übersetzung, die werden dann produziert. Wir schauen uns das hier vielleicht mal an, damit Sie sehen, so sieht das aus. Das sind nur wenige Sekunden, wo ich jetzt hier den deutschen Teil spreche. Dann ist dann zwischendurch eine kurze schwarze Stelle. Da wäre die nächste Szene. Und das Gleiche wird dann also auch gemacht mit der englischen Übersetzung, die in diesem Fall mein Sohn für das Pilotprojekt vorgetragen hat. Die Schulpflicht. In Deutschland müssen Kinder und Jugendliche bis zum Erreichen der Volljährigkeit eine Schule besuchen.
Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht. Es ist im Artikel 7 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland näher beschrieben. Das Gesetz regelt das Schulsystem in der Bundesrepublik Deutschland. Compulsory school attendance. In Germany, children and young people must attend school until they reach the age of majority. The right to education is a fundamental right. It is described in Article 7 of the Basic Law for the Federal Republic of Germany clause. The law governs the school system in the Federal Republic of Germany. Ja, wir haben also gesehen, zwei asynchron aufgezeichnete Videos, die können zusammengebracht werden, so wie Sie es ja zunächst gesehen haben. Jetzt sollte man erklären, wie ich mir die Beschaffung vorstelle. Im ersten Schritt, da tritt der Bedarfsträger auf, das kann, wie ich ja schon sagte, eben eine karitative Einrichtung, Kultusministerium, Innenministerium, Wirtschaftsverbände, Schulen und Behörden sein. Und sie liefern die deutschen Texte in Abschnitten von maximal 240 Zeichen. Das sind also 3 bis 4 Zeilen. Und dieser Bedarfsträger kann, wenn es dort Freiwillige gibt, die können auch das Video gleich aufnehmen. Den Text haben sie auch geliefert. Und das kommt dann zu uns. Es könnte auch sein, der Bedarfsträger, der erstellt auch gleich das dazugehörige englische Video und wir sollen das dann nur konfektionieren. Wenn das nicht möglich ist, sind wir natürlich auch in der Lage, dieses englische Video zu sprechen. Da gibt es dann nicht meinen Sohn, sondern es gibt im Umfeld einige Menschen, die also auch Englisch studiert haben, die dann also auch dafür garantieren, dass das dann auch in vernünftigem Englisch rüberkommt. Mein Sohn, der hier ganz andere Sprachen spricht und lernt in seinem Studium, der ist also hier nur derjenige, der beim Pilotprojekt dabei war. Nach dem deutschen und englischen Übersetzungen, da müssen natürlich noch weitere Sprachen einbezogen werden. Im nächsten Schritt macht es zum Beispiel Sinn, und das habe ich jetzt hier nach Alphabet gegliedert und nach der Kenntnis von Flüchtlingsherkunftsländern, entsprechend aufbereitet. Es könnte also Sinn machen, eine deutsch-albanische Variante zu produzieren, eine deutsch-arabische, eine deutsch-serbische. Und für diese Variante kommen natürlich professionelle Dolmetscher in Frage, wenn das im finanziellen Rahmen ist. Oder es kommen natürlich auch junge Menschen in Frage. Das können Schüler aus höheren Klassen sein, die also sowohl ihre Muttersprache als auch das Deutsche schon gut können. Die könnten das übersetzen oder auch Studenten, die sich vielleicht etwas dazu verdienen wollen. Und das Honorar für die Dolmetscher, das wollen wir dann hier gleich auch erwähnen, das sollte man also pauschal festlegen. Es ist natürlich der Idealfall, dass Dolmetscher ihre Arbeit unentgeltlich anbieten. Das müssen sie aber nicht, weil ich selbst möchte natürlich für meine gute Arbeit auch gut honoriert werden. Also sollte man ein Pauschalhonorar festsetzen und das orientiert sich an der Videolänge und der Menge des Textes, die da zu sprechen sind und die eben auch aufzuschreiben sind. Nimmt man die Videolänge, so sind das aus meiner Sicht 20 Euro, die man für die erste Minute zahlen muss, weil man muss sich ja mit dem Vorgang erstmal vertraut machen, deshalb die 20 Euro für die erste Minute und für jede weitere Minute halte ich 5 Euro für angemessen. Das Honorar will ich natürlich nicht zahlen, sondern das müsste man dann mit dem Auftraggeber vereinbaren, dass das dann aus einem Topf, aus Fördermitteln oder wie auch immer bezahlt wird, weil wenn ich das über mein Unternehmen mache, dann habe ich wahrscheinlich mit anderen Behörden schnell ein Problem, weil gibt es die Künstlersozialkasse, die sich dann an den Einnahmen beteiligen will. Wenn ich aber das Video fertig geliefert bekomme, das steht bei YouTube und ist von einem anderen dann schon freigekauft worden oder honoriert worden, dann kann ich damit also weiter agieren und das einbauen. Wer in diese Vorschlagsliste für die Dolmetscher aufgenommen werden möchte, der kann am besten ein Mustervideo mit übersetztem Text einreichen, was also zu einem unserer Videos passt oder vielleicht eine Sprache ist, die wir noch nicht haben. Und dann kann der potenzielle Auftraggeber das, was da geliefert wurde, als Grundlage für die Auftragsvergabe verwenden. Das heißt, wenn er sieht, aha, das wird ordentlich gemacht, das kommt drüber, dann kann man sagen, okay, du kriegst beim nächsten Video, da kriegst du, so wie das in Deutsch und Englisch vorliegt, dann bekommt man gleich einen Hinweis, schau es dir an, sag, bis wann du es liefern kannst und dann bekommst du dafür dein Geld. So viel zum Honorar.
Die gesamte Kostenkalkulation für solche Videos, die sollte man also auch mal zeigen. Ich habe, weil ich ja mit diesem Know-how zu tun habe, da habe ich also für die Produktion in der ersten Sprachpaarung, also immer Deutsch-Englisch, 100 Euro pro Minute angesetzt, zuzüglich dem Honorar für die Sprecher, falls das also nicht vom Auftraggeber mitgeliefert wird, also die deutsche und die englische Sprache per Video, der da spricht. Jede weitere darauf aufbauende Sprachpaarung, zum Beispiel Deutsch-Albanisch, Deutsch-Arabisch, Deutsch, was haben wir noch, Serbisch, ne, die würde dann 50 Euro pro Minute zuzüglich Mehrwertsteuer und dem Honorar für die Sprecher kosten. Das heißt also, wenn wir jetzt zu einem Sachverhalt 5-Minuten-Videos produzieren in 4 Sprachen, also in 4 Kombinationen, Deutsch, Englisch, Deutsch, Arabisch, Deutsch, Albanisch und Deutsch, Serbisch, dann würden, wenn alle Sprecher, wie schon vorgetragen, honoriert würden, dann würden für die erste Kombination 580 Euro anfallen und für jede weitere Kombination 290. Und das wären dann in der Summe für alle Sprachen 1450 Euro plus Mehrwertsteuer. Dazu sollte man, wenn man das jetzt mit den Kosten für Printmedien oder CDs oder was man auch immer verteilen könnte, um die Menschen mit unseren Sprachgewohnheiten und auch unseren Regeln und Rechten zu vertraut zu machen, dann wären das also, wäre das eigentlich ein sehr kleiner Betrag, und man muss dann berücksichtigen, das sind Einmalkosten. Die Bereitstellung bei YouTube, die ist ja kostenlos, und dann kann es von dort auch jeder einbauen, und wir würden, wenn das der Auftraggeber befürwortet, dann würden wir das mit einer Creative Commons Lizenz mit Namensnennung versehen, sodass jeder, der dann möchte, das Video auch runterladen kann und kann das dann nach eigenem Ermessen auch weiterverarbeiten, was ja vielleicht aus Sicht der Behörden oder der Schulen als offenes Unterrichtsmaterial auch sehr sinnvoll ist. Zum Schluss noch die Produktionskapazität. Das, was ich hier jetzt vorgetragen habe, das basiert auf einer Machbarkeitsstudie. Ich bin Physiker, ne, und da macht man so kleine Studien und macht eine Hochrechnung, was das kosten würde. Und ich kann auch sagen, was ich da an Kapazität hätte mit dem, was vorliegt. Und da könnten wir ab sofort pro Tag ca. 20 Videominuten produzieren, wenn also die Materialien entsprechend angeliefert werden. Wenn ich, weil es wirklich den Bedarf gibt, und das ist ja im Augenblick noch völlig unklar, dann könnte ich innerhalb von kurzer Zeit weitere Mitarbeiter einweisen, und die Produktionskapazität, die könnte innerhalb von einem Monat schon vervielfacht werden. Falls Sie nach meinem Vortrag und der Betrachtung der Zutaten und des Endproduktes, was ja hier als Kurzvideo mit einer Dauer von einer Minute vorliegt, wenn Sie Interesse haben, dann senden Sie mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse ist unten angegeben, und außerdem können Sie natürlich die auch auf der Webseite unseres Unternehmens finden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.